Carina, moin. So, Freunde, dann ich zeige euch mal fix die eine Promokarte. Also das hier sind tatsächlich die ganzen Missprints, die ich habe. Die habe ich natürlich alle schon eingetütet. Also, bei Disney Lorcaner kam dann mit der Zeit raus, ey, also es gibt ja Disney Lorcaner, also dieses Trading Card Game, gibt es einmal in Deutsch und einmal in Englisch. In Englisch sind die ganzen Karten richtig, ne? Also da sind die ganzen Karten, da gibt es keine Missprints. In Deutsch gibt es Missprints. Übelst krass, oder? Und unter anderem zeige ich euch das hier nochmal ganz fix, die Missprint-Karten, die ich habe. Ich zeige euch noch fix die Promokarten, die ich habe. Oder halt, die es jetzt zum Beispiel auf der Gamescom gegeben hat. Und, warte mal, die Missprint-Karten. Ich zeige euch immer nur eins. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt hier mit den ganzen Sachen hier rumflexen, ne? Ist ja auch nicht meine Intention. Ist ja alles Investment technisch gesehen. Ich bin ja auch Sammler. Und ich sammle das so lange, bis es mehr wert ist. Und dann stoße ich einen Teil davon natürlich ab von meiner Sammlung, um dann meine Sammlung noch weiter zu befüllen. Oder zu erweitern. So, Freunde, wartet. Okay, gut. So. Sagen wir mal, was geht. Kannst du ein Missprint als Beispiel zeigen? Ja, das habe ich jetzt auf jeden Fall vor. Aber schade, dass ich das von, also halt meine Belege nicht mehr finde, sonst hätte ich euch gesagt, was ich dafür bezahlt habe. Also pass auf, hier zum Beispiel, erster Missprint. Ist auch eine relativ seltene Karte jetzt geworden. Ich habe tatsächlich gefühlt Card Market aufgekauft. Als ich das mit den Missprints mitbekommen habe, habe ich ganz schön zugeschlagen. Also, hier haben wir die erste Missprint-Karte, nämlich Stitch. Und wir können ja uns mal angucken, wie die in Englisch aussieht. Stitch. Kann man das nicht größer machen? Okay, ich zeige euch jetzt nochmal kurz die Karte hier. Schade, dass das nicht so gescheit... Ach, jetzt fokussiert. Achtung, ich wechsle jetzt einmal. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber das ist die englische Karte. Hier. Oha, die gibt es sogar jetzt wieder neu. Ein guter Preis. Okay, hier seht ihr einmal, also die englische Karte hat hier zwei Tintenkleckse. Oder ich weiß gar nicht, ob das Tinte ist, aber ich glaube schon, das müsste Tintenkleckse sein. Und wenn man hier jetzt einmal drauf guckt, ist die tatsächlich falsch hier, die deutsche Karte. Die deutsche Karte hat hier nämlich nur einen Tintenfleck. Und ja, dann habe ich halt mal geguckt, okay, Cardmarke, zack, zerab. Da war es dann dementsprechend auch nur zu einem besseren Preis. Und habe dann solche Missprint-Karten halt aufgekauft. Also das da hier, Stitch, Surfer... Die gibt es auch in Foil noch, also halt sprich in Glitzern, sagt man einfach. Oder halt hat man damals gesagt, jetzt sagt man Foil. Das ist die erste Missprint-Karte. Dann die zweite Missprint-Karte, das ist ein bisschen schwierig, da das auch zu erkennen. Also es liegt jetzt nicht am Artwork etc., sondern an dem, was da unten steht. Schicke einen Charakter oder Gegenstand, der zwei oder weniger kostet, auf die zugehörige Hand zurück. In Englischen ist das ganz anders übersetzt oder beziehungsweise in der englischen Karte oder halt die englische Karte sagt einen ganz anderen Befehl, wie es jetzt hier in Deutschen übersetzt worden ist. Und dann gibt es im Internet, könnt ihr einfach mal eingeben, Disney Lorcaner Missprint Karten, gibt es dann die Übersetzung, wie es jetzt mit diesen, es gibt ja einen Reprint von den Karten, erstes Quartal 24 und da soll das angeblich ausgebessert werden. Genau. Das wäre die zweite Missprint-Karte. Also da ist nur da unten was im Text sozusagen falsch. Dann haben wir hier auch noch die Bratpfanne. Das ist auch eine Missprint-Karte. Ist nichts am Artwork oder sowas. Ist auch hier wieder unten im Text. Verbanne diesen Gegenstand. Wähle einen gegnerischen Charakter. Er kann in seinem nächsten Zug nicht herausfordern. Und ihr müsst euch das so vorstellen.
solche Karten, ich glaube, die deutschen Karten, die kann man jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr spielen auf Turnieren, weil das halt ganz andere Voraussetzungen das sind, wie es eigentlich im Englischen ist. Genau. Dann gibt es hier auch noch Cruella de Vil. Das wird euch noch leid tun. Das steht nämlich da unten auch. Anders da in Englischen. Ist das bei allen deutschen Karten falsch? Jo. Jetzt aber im Reprint soll das ausgebessert werden. Tatsächlich. Okay, gut. Also meiner Meinung nach ist... Also die da hier, kann man jetzt sagen, sind nur Missprints in dem Text halt drinnen, ne? Steht halt einfach, oder wurde halt falsch übersetzt, soweit ich weiß. Die Karte hier, da sieht man den Missprint übelst. Da müssten eigentlich zwei solche Teile sein. Die wird auf jeden Fall richtig wert werden, schätze ich mal. Also natürlich ist es alles nur in die Zukunft. Na, jetzt kommt ja erstmal das erste Set raus. Jetzt kommt schon wieder das zweite Set raus. Das zweite Set könnte man gegebenenfalls auch hier live öffnen. Ich habe da richtig viel vorbestellt beim Großhandel. Genau. Jetzt kommen wir aber auch noch zu einer Missprint-Karte, die sehr auch, also die auch noch interessant ist. Zu dieser Karte hier, nämlich die Ariel. Diese Ariel hier im Deutschen hat nämlich, also da unten sieht man immer den Künstler. Und das sehen wir ja hier, Michael Cookie und noch was. Michael Cookie Nivandori oder so, keine Ahnung. Seht ihr da unten. Und wenn wir uns jetzt wieder die englische Karte da dazu angucken, heißt der Illustrator ganz anders. Nämlich, muss man da unten hier gucken. Seht ihr das? Also ich glaube, das ist ein bisschen zu klein, aber ich weiß nicht, ob man... Ah doch, das kann man hier größer machen. Oder? Hier, der Illustrator heißt... Alice. Also es ist eine Frau. Und kein Michael. Und das ist so das, worauf ich halt übel spekuliere. Dass es halt vielleicht jetzt nicht, ne? Ihr seht ja, für wie viel man die Karten in Deutsch kaufen kann. Für 3,20 Euro. Das ist nix. Aber darauf spekuliere ich halt in Zukunft. Vielleicht ist es auch noch nicht so public geworden, dass es Missprints gibt. Also ich kenne eine Seite, wo das schon public gemacht hat. Auch auf Discord-Servern und sowas hat man auch schon drüber diskutiert. Aber so Missprints sind halt einfach für Sammler auch nochmal ein bisschen mehr interessant, finde ich. Und deswegen habe ich mir da halt mal sau viel davon geholt. Die gibt es natürlich alle. Diese Karten gibt es dann auch nochmal in Foil. Habe ich tatsächlich. Also ich habe jetzt zum Beispiel diese Ariel auch in Foil. Den Missprint in Foil. Und ja. Aber sind die Künstler im Englischen sonst auch immer gleich zu den Deutschen? Ja, alles sind gleich, bis auf der da hier bei der Ariel. Der ist falsch. Das ist ein Kerl und die Ariel wurde von der Alice, soweit ich weiß. Wenn mich hier alles täuscht, wurde es von der Alice. Und ja, ich wollte eigentlich wollte ich anfangs kein Master Set haben von Disney Lorcaner. Ich wollte eigentlich den Pokémon 151 Master Set wieder anstreben. Also ich habe jetzt, man kann sagen, ich habe jetzt einfach so Einzelkarten, die mir gefallen, habe ich in meiner Sammlung. Dann Pokémon 25 Jahre, habe ich ein komplettes Master Set. Hab halt so ein paar Karten geöffnet und habe mir gedacht, komm, weißt du was, ich sammle da einfach ein Master Set zusammen. Hab mir dann zum Schluss dann alles auch irgendwie zusammen getauscht bzw. zusammen gekauft. Und jetzt bei Disney Lorcaner, ich habe so einen Booster aufgemacht und es hat mir so sehr gefallen. Frau Fassler war da auch übelst begeistert davon. Frau Fassler übelst der Disney-Fan. Und dementsprechend habe ich gesagt, komm, weißt du was, wir machen ein Master Set normal. Also so, Master Set Foil und dann halt diese ganzen Uncharted-Karten. Aber jetzt kaufe ich mir die nicht. Weil Anfang 2024 kommt ein Reprint und dann wird der Preis so oder so wieder in den Keller gehen. Also die Preise müsst ihr jetzt so vorstellen, die sind jetzt glaube ich stabil. Dadurch, dass auch die Info gekommen ist, dass jetzt Anfang des Jahres ein Reprint davon kommt,
wo angeblich die Misprints ausgebessert sein sollen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das Ravensburger oder Disney, ja, es ist ja Ravensburger der Hersteller. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie das safe wieder anpassen. Angeblich wollen die Misprints ja nicht korrigieren. Da würden sie sich aber ordentlich selber ins Fleisch schneiden, schätze ich. Pino, was geht? Moin. Ich bin mal gespannt, wo der Preis des signierten Starterdecks von Matthew Eng hingeht. Bei Kleinanzeigen wurde es mal für 65 Euro verkauft. Schmeckt. Was schätzt du, hat es bis jetzt gekostet? Also das ganze Masterset, nicht viel. Ich habe mir wirklich einen Großteil getauscht. Und jetzt kommen wir zu den Promokarten. Die Promokarten, die da hier zum Beispiel gab es auf der Gamescom, die gibt's 1:1, gibt's die gleich. Hallo? Die gibt's 1:1 gleich. Also diese Karte, der einzigste Unterschied, was die Promokarte ausmacht, ist nur dieser eine Print hier. Seht ihr das? Das ist das Gamescom-Logo und dann da steht dann 2023. Das wird auch natürlich gestockt. Ich habe jetzt nicht alle Promos, es gibt auch von irgendwelchen Disney Expo gibt es Promos. Da kostet einfach eine, zum Beispiel Kartmarke drinnen, 4K. Aber das mache ich dann nicht. Ich will ja, wie gesagt, nur ein Masterset und die ganz teuren Karten jetzt im das erste Display und vielleicht das zweite Display werde ich mir dann auch noch zusammen tauschen und kaufen. Macht übel Spaß, Freunde. Also, ich habe jetzt nicht trotzdem nur, also klar, mit einem kleinen Hintergedanken auch, dass es gegebenenfalls irgendwann mal im Preis steigen könnte. Aber es macht schon übelst Bock, da die ganzen Sachen zu rippen. Können wir auch mal live machen, wenn ihr Bock drauf habt. Jetzt zum Beispiel mit diesen Lokana mit dem zweiten Set, ich glaube Flutgestalten oder sowas heißt das. Da kommen ja auch einige coole Karten raus. Ja, und das da hier zum Beispiel, diese Karte gibt es auch. Also halt jetzt im normalen Deck. Die haben jetzt nicht extra eine Promokarte. Warte mal, hallo? Also die haben jetzt nicht extra eine Promokarte gemacht, also halt ein neues Artwork für eine Promokarte, sondern die haben einfach nur hier unten. Hier seht ihr wieder den Unterschied. Also die Karte gibt es auch, aber nur der einzigste Unterschied ist dieses Zeichen hier. Und das ist halt von der Spielmesse Essen.